herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank für jede Resonanz, die wir bekommen. Und es schreibt uns jemand: Vielen Dank für die Sendung. Das ist immer eine wichtige Zeit für mich. Tipp des Tages ist auch super und ein Bibelvers noch dazu. Danke Gott, danke euch. Und wir freuen uns, dass du dabei bist. Hoffnung um 12. Wir sind für dich da. Wir wollen dich ermutigen. Möchtest du beliebt sein? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Möchtest du beliebt sein? Du sagst selbstverständlich. Aber zu welchem Preis? Ist es nicht so, dass oftmals die Menschen beliebt sind, die tratschen, die Unwahrheiten verkünden, die irgendwelche Vermutungen verbreiten, die das Neueste von den Nachbarn haben und so weiter. Und es geht weiter, auch unsere Medien. Sie möchten beliebt sein und machen genau das, reden genau das, was die Leute hören wollen. Und so auch oftmals, leider auch in der Politik und so weiter und so fort. Aber machen wir damit? Machen wir damit, das ist oft fern von der Wahrheit. Popularität und Wahrheit ist oftmals nicht dasselbe. Manchmal kann die Wahrheit hart sein, aber die Wahrheit führt zum Ziel. Jesus ist die Wahrheit. Was in der Bibel steht, ist die Wahrheit, wenn sie auch unpopulär ist, aber es ist die einzige Wahrheit, die zum Ziel führt. Mach dir mal ein bisschen Gedanken, wo Wahrheit ist und wo Popularität ist. Wenn du ein Kaffeekränzchen hast oder am Stammtisch sitzt, ob du gerne Reden schwingst, die Vermutungen sind, wo du gar nicht weißt, ob die wahr sind oder ob du wirklich zur Wahrheit stehst. Herr, ich danke dir dafür, dass an jedem klar wird, was Wahrheit ist und was nur getan wird, um beliebt und in zu sein, Mainstream zu sein. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, lass uns wirklich zurückkommen zu der Wahrheit. Weil die Wahrheit, heißt es auch in deinem Wort, macht frei. Und wir wollen frei sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebet. Bitte betet für eine Rundum-Erneuerung. Ich habe öfter Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, schmerzende Augen, wenig Energie und Fersensporn. Ich bitte um vollkommene Wiederherstellung. Ja, und das klingt wirklich nach Rundum-Erneuerung. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so viele Schwierigkeiten hat. Und ich danke dir, dass du sie wirklich rundum erneuerst, von Kopf bis zu den Füßen, dass dein Heilungsstrom ihren ganzen Leib durchströmt und dass alles hinausspült, was nicht hineingehört. Und ich danke dir, dass jeder Schmerz verschwindet und dass diese Schlaflosigkeit verschwindet. Danke, Jesus. Auch wieder, dass sie wieder zu Kräften kommt. Und ich danke dir, dass du sie wirklich rundum erneuerst. Jeder Schmerz verschwindet und neue Energie und einen gesunden Schlaf. Danke, Jesus. Auch dieser Fersensporn, dass der heilt und verschwindet. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der das zu tun vermag. Und wir danken dir, dass du eingreifst in dieses Leben bei dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen hat uns auch erreicht. Ich möchte gerne um ein Gebet für die Heilung meiner Haut bitten. Meine Haut ist schon seit Jahren entzündet, vielmals untersucht von Ärzten, aber Diagnose unklar. Darum bitte ich um Gebet. Ja, Jesus, und da, wo die Ärzte nicht weiter wissen, da bist du der große Arzt. Und du weißt die Ursache. Und wir danken dir, dass wir dir das jetzt hinlegen dürfen und dass du diese Ursache beseitigst und dass du da eingreifst, dass Heilung geschieht an dieser Haut. Und wir widerstehen jeder Entzündung im Namen Jesu, dass sie verschwindet und dass diese Haut heilt. Und ich bitte dich auch für alle anderen Personen, die unter Psoriasis und was auch immer leiden, Hautkrankheiten. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du diese Haut reinigst, da wo es angebracht ist, da wo es nötig ist. Und ich danke dir, Jesus, dass jede Hautkrankheit heilt und dass jede Hautbeschwerden du wegnimmst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schick uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Anfang Februar habe ich mir den rechten Mittelfuß gebrochen. Mittlerweile sind 4 Monate vergangen und trotz Therapie kann ich immer noch nicht richtig laufen. Ich bitte um Gebet für Heilung. Vielen Dank. Ja, Herr, danke, Herr, dass du jetzt diesen Mittelfuß berührst und dass Heilung hineinkommt, dass die Knochen ganz wunderbar zusammenwachsen, dass die Wunde, die Verletzungen wirklich heilen, die Nerven wieder ihren Dienst aufnehmen, dass alles wieder richtig ist und dass die Schmerzen verschwinden. Ich danke dir dafür, für komplette Heilung. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgendes. Ich habe mich beim Umbau meines Hauses verrechnet und bin jetzt finanziell sehr unter Druck. Da mein Mann verstorben ist, musste ich mein großes Haus verkaufen und im anderen Haus eine Wohnung ausbauen lassen. Jesus, bitte hilf mir in meiner Not. Bitte betet für mich. Danke. Ja, die Finanzen in diesen Tagen, da gibt es manche Überraschungen. Nicht nur, dass man irgendwo falsch kalkuliert hat, manchmal ein Einbruch irgendwo, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Und da wollen wir wirklich dafür beten jetzt. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Frau Weisheit schenkst. Und auch, Herr, danke, Herr, dass du ihr Versorgung schenkst. Herr, danke, Herr, dass sie auch dort, wo sie jetzt das neue Heim sich herrichtet, Herr, danke, Herr, dass sie da auch glücklich wird. Herr, dass sie nicht an den Fehlern festhält, sondern dass sie vorwärts schaut. Ich danke dir dafür, dass du der Versorger bist. Herr, für jeden Einzelnen auch, der jetzt in finanzieller Not ist, Herr, schenk viel Weisheit, mit Geld umzugehen, aber auch Weisheit, das Richtige zu tun und vielleicht manches auch zu lassen, was vorher üblich war, dass man es gemacht hat. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du der Herr bist der Lösungen. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und ganz besonders auch in Krisenzeiten. Und da schreibt uns eine Frau, ich habe euch ein Gebetsanliegen für meinen Mann geschickt. Gott hat so wunderbar eingegriffen. In der ärgsten Zeit der Corona-Krise hat mein Mann Arbeit gefunden in der Branche, die er wollte. Der Baufirmenchef ist gläubig und seinen Kollegen kennt er von früher. Danke für eure Gebete. Gott sorgt doch wunderbar. Und Gott erfüllt auch Wünsche. Eine Frau schreibt, danke für eure Gebete und danke Gott. Mein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich habe meine gewünschte Wohnung im 5. Stock bekommen. Danke von Herzen. Wie schön. Und Gott kümmert sich um alles. Das hören wir bei folgendem. Gott hat wunderbar in meinem Leben gewirkt. Wir haben für unser Pferd einen wunderbaren Platz und ein faires Geld für ihn bekommen. Danke für eure Gebete, für uns und den Hof. Gott kümmert sich wirklich um alles. Ja, wirklich um alles. Und wenn jemand dankbar ist, dass er am 5. Stock eine Wohnung gefunden hat, der andere hätte es gerne im Erdgeschoss oder was auch immer, Gott kennt auch Wünsche, nicht nur Notlagen, sondern auch Wünsche. Und er möchte uns mit so vielem eine Freude machen, wo wir einfach nur gesegnet werden, wenn wir es vielleicht nicht mal unbedingt brauchen, aber will richtig eine Freude machen. Und wenn du sowas erlebt hast, lass es uns wissen. Wir sind so begeistert, das anderen wieder weiterzusagen. Der Tipp heute, der Tipp des Tages, ja, mach dir Gedanken, wo du etwas gesagt hast, dass du richtig in den Mittelpunkt kommst, dass du sagst, ja, das wusste keiner, das hat keiner gesagt und die waren alle begeistert, was, du sagst sowas und so weiter. Aber in deinem Innersten weißt du, das war nicht die ganze Wahrheit. Das war eine Halbwahrheit, aber du hast es benutzt, um in den Mittelpunkt zu kommen, um populär zu sein. Mach es mit Gott aus. Sag, Herr, ich möchte in Zukunft wirklich die Wahrheit ganz vorne anstellen. Und wir staunen immer wieder, was Gott tut. Und schick uns deine Anliegen, wenn du Gebet brauchst. Oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr.
Ja, heute möchten wir dir unser neues Magazin vorstellen. Schau dir diesen Clip an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns nun und wir wünschen dir einen gesegneten Wochenstart. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.